Hallo und willkommen zurück zu GPA Season 5, Spieltag 15. 15? Vielleicht. Gegen Kapitän Cringe und sein mächtiges Team. Dieses Team hat sich absolut nicht verändert. Es ist exakt dasselbe Team wie letztes Mal, bestehend aus Demeteros in der Tiergeistform, Kyurem Black, also das schwarze Kyurem, Kapu Fini? Wie heißt Fini auf Deutsch? Tapu Fini halt. Horlucha, dann ist da das Muramura, da ist ein Alola Slimog, ein Echnatol, Magneton, Chillabell, Tornupto und Maskeregen. Ja, das ist das Team, das er mal wieder mitbringt, wie beim letzten Mal. Und ich muss diesmal dagegen bauen, aber diesmal mit einem anderen Team, weil ich habe ja was gewechselt. Und ich krieg wieder nichts Sinnvolles zusammen gegen das Team. Je nachdem, was er mitbringt, könnte er mich halt richtig hart kaputt machen. Ich habe einfach mal gehofft, dass ich so gegen die starken Monsters habe, die er gegen mich hat. Und ich sollte eigentlich gegen alles gewinnen können, aber je nachdem, was er mitbringt, wird es halt super schwierig. Lando zum Beispiel ist ein ziemlicher Fett. Ich habe jetzt was dagegen mit, aber das hat auch keinen Bock auf Rocks plus U-Turn. Das ist mein Garados. Aber wir gehen einfach mal drauf ein. Ich habe erstmal Bronze wieder mitgenommen, weil ohne Bronze verliere ich gegen das Muramura im Trick Room. Und das will ich nicht. Das Bronze muss mit. Hat hier Tarnsteine, damit es nicht ohne Muramura komplett nutzlos ist. Kann auch deswegen mal in so ein Erdbeben von einem Scarf Lando kommen. Also Bronze macht auf jeden Fall den Job. Hat Psywelle, um halt Damage zu drücken. Was halt helfen kann, wenn so ein Kapu Falla. Nee, das ist nicht Falla, das ist Kapu. Ich finde das jetzt einfach raus. Das ist ganz einfach. Ich gehe jetzt auf PokeWiki und gebe da Tapu Fini ein und guck dann, was da auf Deutsch steht. Kapu Kime. So heißt das Ding. Klar. Wie konnte ich da noch nicht drauf kommen? So heißt das Ding. Ja, das können wir mal mit einer Psywave treffen, was cool ist. Wir haben Toxic und Hypnosis. Das ist halt einfach. Es gibt ein paar Monster, die möchte ich toxicen. Sowas wie Lando ist eigentlich nie verkehrt oder das Kyurem. Aber wenn jetzt zum Beispiel das Slimog irgendwie es schafft, auf uns reinzukommen, dann möchte ich doch lieber für Hypnose gehen können. Und eventuell mein Bronze saven können. Ich wünsche auch voll speziell defensiv, einfach damit man notfalls was von dem Kyurem tanken kann. Das Stacker-Tacker tanken wir auch so. Und können da den Schickum ausstallen, mit Psywelle ein bisschen gegenhauen und so. Also das ist schon gar kein Problem. Genau. Und deswegen gehe ich auch einfach direkt zum nächsten Mon, welches unser Serpiroyal ist. Mein Serpiroyal natürlich, nicht unsers. Das ist meins, das habe ich gedraftet ganz alleine. Das ist schnell genug für Tornupto, glaube ich. Base 100 sollte, ja, sollte Base 100 sein. Mehr outspeede ich mit dem Ding eh nicht. Da stellt sich mir gerade die Frage, kann ich da nicht auch einfach Modest gehen? Warte mal eben. 168 brauche ich. Nee, kann ich nicht. Okay. Okay. Dann habe ich das wohl schon gemacht. Das ist ein bisschen herzig, das gebaut habe. Genau, wir sind schnell genug für das Ding. Wir haben Leaf Storm, wir haben Leech Seed, wir haben Sub und Dragon Pulse. Ich habe keinen Defog mit, weil den brauchen wir nicht. Wenn er Tarnsteine hat, hat er die auf seinem Lando und sonst hat er keinen Ersatz. Er hat Sticky Web, aber wenn er das legt, dann ist das geil für meinen Serp, weil das dann auf einmal alles outspeedet. Also nehme ich das hin, wenn er das macht. Dann ist halt mein restliches Team ein bisschen langsam, aber dann muss ich halt darauf bauen, dass Serp alles tötet, was es theoretisch könnte. Wir haben nämlich Dragon Pulse, das heißt, wir können eventuell auch mal das Kyurem oder das Horlucha treffen, wenn wir uns vorher hochgeboostet haben. Also so problematisch wird das nicht. Wir haben wiederum Leech Seeds, ne, um halt notfalls können wir das Slimer kaputt machen und ansonsten brauche ich eh keinen anderen Move. Und Leech Seeds kann man immer mal recht safe drücken. Bietet sich bestimmt manchmal an, vor allem wenn man irgendwie so einen Bronze hochhalten möchte. Ich wüsste also auch nicht, welchen Move ich da spielen sollte, abgesehen von Leech Seeds, also bleibe ich einfach dabei. Die könnten vielleicht auf den Switch auf das. Vielleicht nehme ich lieber Glare mit als Leech Seed. Aber eigentlich mag ich das Sub-Seed-Team gerade. Sub-Seed-Set. Und deswegen bleibe ich dabei. Ich bleibe bei Subseeds. So. Weiterhin. Weitere Mons, die ich heute verwende. Das hier ist der Spread, ist übrigens klar. Ne? Ich bin natürlich schnell genug für Tornupto und der Überbleib geht einfach in HP für den Bulk. Ich bin halt Subseed. Weiter geht's mit meinem Garados. Und das ist ein physisch-defensives Garados mit Skull. Das klingt behindert, ich weiß. Aber es macht Sinn. Waterfall brauche ich für gar nichts.
Ne? Für absolut nichts. Wenn ihr euch das Team anguckt, Waterfall bringt mir nichts. Ich würde das, Demeter aus seinem physischen Defensiv ist nicht mal two-hitten. Ich glaube, ein Offensives würde ich auch nicht two-hitten. Habe ich aber nicht gekalkt. Und mit Scald habe ich immer den Burn, den ich kriegen kann, der vor allem auf Demeteros hilft. Der könnte mir auch auf einen rein zwischen Gyarados sehr gelegen kommen. Und ich will ja, mit diesem Gyarados will ich eigentlich nur jedes Mal auf das Demeteros reinkommen und ihm mit U-Turn Damage drücken. Und deswegen will ich lange leben. Und wenn er nicht auf U-Turn geht, ich lebe zwei Stone Edges von Full. Von einem defensiven Lando zumindest. Und wenn er was, wenn er nicht defensiv ist, dann könnte er, könnte Z-Move sein oder könnte, könnte Scarf sein. Auf jeden Fall kann ich dann eigentlich rauswechseln auf meinen Bronze. Ich habe halt Rest und Sleep Talk. Ich kann also mich einfach hochheilen. Ich habe genug Speed für ein nicht-Speed-investetes Kapukime. Das heißt, ich kann den eventuell mit einem Sleep Talk Roar einfach rausbrüllen. Was auch ganz cool ist. Roar ist grundsätzlich ganz cool, um Sweeps zu verhindern. Hilft mir auch gegen Hawlucha und gegen das Echnatol. Also ich mag meinen Gyarados. Ich habe halt ein bisschen Angst vor dem Magneton. Hat er letztes Mal nicht mitgebracht, also könnte sein, dass er wieder nicht macht, aber das macht mir ein bisschen Sorgen. Weil ich habe halt meinen, hier, wie heißt es? Moment. Ich überlege gerade was. Ob ich nicht meinen Fuego austauschen will. Okay, Moment. Okay, hab das jetzt geändert. Ich glaube, das macht dann doch mehr Sinn. Fuego hatte ich eigentlich dabei, weil Tapu Fien existieren kann ich immer so drauf U-Turn, dann kriege ich was Geiles rein. Aber jetzt, wo ich drüber nachdenke, eigentlich verliere ich sonst gegen Magneton. Das Volt switcht sonst all over mein Team und dann habe ich ein Riesenproblem. Also mache ich das lieber so. Gyarados ist klar. Da haben wir auf den Speed bin ich eingegangen. Darauf, dass ich physisch defensiv sein will, bin ich eingegangen. Und das heißt, ich mache einfach weiter. Fähigkeit Intimidate, ne? Wir wollen ja den Attack droppen vom Gegner. So, Meluetta. Choice Specs. Ich habe Meluetta hier über meinem, meinem Latios. Einfach, weil ich mit Meluetta Specs Hyper Voice, nichts kommt rein. Stack Attacker kommt rein auf Specs Hyper Voice und das ist echt na toll. Aber ich habe auch U-Turn auf dem Ding hier, das heißt, ich kann noch nicht von dem, ich kann nicht einfach direkt von dem Slimer getrappt werden, was cool ist. Ich habe einfach das Gefühl, dass Meluetta einen besseren Job macht. Das ist halt super bulky auch, ne, sind beide, auch speziell bulky sind beide. Meluetta habe ich halt sowas wie U-Turn, mit Meluetta habe ich Hyper Voice und ich glaube, das hilft mir hier ein bisschen mehr. Weil sonst muss ich halt immer gucken, ja, drückst du jetzt auf Psychokinese, dann kommt da das Slimeock rein, dann bist du am Arsch, oder... Weil so muss ich ja das Slimeock nur ein bisschen chippen und dann kann ich mit Specs Hyper Voice einfach das Ding two-hitten. Ich muss eben mal gucken, wie viel mache ich denn. Meluetta, ich habe das Ding nicht mal im Kalk drin gerade, okay, das ist schon... Da seht ihr noch das Gyarados, das Latios, das ich vorher hatte. So... Dann wollen wir mal hier Meluetta gegen das Mac Alola Juju Trapper. Das ist jetzt, ich will aber Max HP und AV haben. Können noch gerne Max Bedef machen zusätzlich. Wir machen trotzdem noch 30% bis 37% mit Hyper Voice, obwohl wir den hier Max HP, Max Bedef haben. Weiter ist noch Element. Ich kann ihm nochmal plus Bedef Nature geben. Und dann machen wir immer noch 30%. Also wenn wir dem so gute 40% Schaden gemacht haben, dann trappt er uns nicht mehr. Außer wir killen was, danach trappt er uns. Also da muss ich auf jeden Fall ein bisschen aufpassen, dass ich den halt vorher loswerde. Ich kann ab hier U-Turn. Und wenn der voll Speed Death ist, dann ist halt nicht mehr Attack-Invest. Und ich glaube, dann leben wir den Knockoff. Tun wir tatsächlich. Und Shadow Sneak trifft uns nicht. Also ich denke mal, ich stehe mit Meluetta ein bisschen besser da als mit Latios. Latios ist zwar schneller. Deutlich schneller, wir können hier nicht mal viel Speed drauf, wir brauchen nicht mal viel Speed drauf tun, weil seine schnellen Mons alle deutlich schneller sind und die langsamen Mons deutlich langsamer. Das erlaubt mir aber dafür, aber auch Modest zu gehen und mit Specs hau ich halt hart rein. Serene Grace hilft mir wenig, ich kann vielleicht mal Donnerblitz Paras kriegen, aber der hat eh das Terrain. Aber andere Fähigkeiten habe ich nicht. Ich muss Focus Blast spielen, damit ich gegen Stack Attacker nicht verliere. Das ist ein Risiko, das ich hier eingehen muss. Ich habe keine anderen Fighting Moves, ne? Also ich habe schon andere Fighting Moves, aber keine speziellen. Und ich will ja nicht hier das physische Set spielen. Habe ich nicht, aber ich habe halt U-Turn. U-Turn ist ganz cool. Wir haben immer noch 77 Attack, also... bisschen Chip können wir damit immer noch machen auf das Mag.
Und zwar, wenn er nur Max HP ist und kein Death Investment, dann machen wir 11% Chip. Also er muss nur viermal in uns reinkommen. Der ist ein Hyperboy und er kann nicht mehr in Hyperboys reinkommen. Ist das nicht super? So. Damit kriegen wir auf jeden Fall ein bisschen Switch Advantage, was auf jeden Fall helfen kann. So, wofür ist denn der Speed jetzt? Ich guck mal eben aufs Team drauf. Ich weiß, dass wir schneller sind als alles und das ist, ich glaube, das ist für Maskeregen, aber ich habe nicht mal für Max Speed Maskeregen Speed drauf getan. Ich glaube, ich habe sogar geguckt, wie viel Speed Maskeregen spielen müsste. Wir sollten auf jeden Fall alles outspeeden, was wir ohnehin outspeeden sollten. Außer Richard hat jetzt einfach wirklich gedacht, ah, fuck it, ich mache Max Speed rein. Sehr ungünstig, aber ich hoffe, das passiert nicht. Weiter Terrakium, Jockium, Z, Stone Edge, Close Combat, Quick Attack, Sword Stance. Zerstört einfach. Ich hoffe mal, also letztes Mal konnte ich ihn ja am Anfang mit Terrakium ein bisschen outplayen, ein paar Monster mit, ja, ein paar geile Predictions machen und hoffentlich klappt das wieder. Diesmal möchte ich aber nicht mein Terrakium gegen das Kyurem verlieren und werde direkt auf Z Stone Edge trinken. Weiterhin habe ich Quick Attack diesmal mitgenommen. Einfach für so Sachen wie Chiller Bell, wenn die low sind, weil ich bin dann langsamer. Und dann kann ich dem immer nochmal eine plus 2 Quick Attack vielleicht mitgeben. Und so schwach ist die nicht. Ich mache euch eben den Kalk rein, dann kann ich euch den genauen Damage geben. Tracheon gegen ein, wie heißt es? Cincino. Genau. Der muss fast Max Speed spielen, damit er halt immer schneller ist als mein Serp. Und eine plus 2. Hier, da ist aus irgendeinem Grund. Oh, das ist auch das falsche Tracheon-Set. Lex. So, plus 2 Quick Attack macht 50%. 45 bis 53,3. Also auf jeden Fall der Mensch, den ich gerne nehme. Also wenn ich die Situation komme, dann kann das auf jeden Fall helfen. Auch wenn es wahrscheinlich nicht allzu viel helfen wird, aber es gibt wenig Moves, die ich drüber spielen könnte. Ich glaube, Poison Jab wäre eine Möglichkeit. Können wir Poison Jab? P. Nee, können wir nicht mal. Doch können wir, da. Poison Jab, so. Wäre eine Möglichkeit, aber ich habe sie Stone Edge, also bringt mir das recht wenig. Und da dachte ich mir, mit Quick Attack stehe ich, glaube ich, noch ganz okay da. Wir haben wieder genug Speed für Max Speed Base 100, was das Torlupto wäre. Und als letztes Mon haben wir jetzt Excadrill mit dem Scarf. Ich kann Element gehen. Ich bin damit schon als Holucha. Holucha sollte das schnellste sein. Scarf ausspiele ich so nicht, aber das ist mir egal. Ich will Element sein für den maximalen Damage Output. Denn, wenn ich mich nicht irre, Excadrill, Excadrill, Element, genau, Earthquake, One-Hitted das Cincino. 75% Chance auf einen One-Hit und nehme ich. vor allem, wenn ich Rocks draußen habe, ist das Ding einfach tot. Also Adamant Excadrill tut schon weh und damit kriegen wir haben Poison Jab. Das heißt, wir können dem Tapu Fini, also dem Tapu Kime, wenn der... Warte, ich mache ein physisch-defensives Set rein. Seifen 2. Bolt. 38 bis 46% machen. Was guter Damage ist, nehme ich auf jeden Fall gerne. Und ich habe halt ein bisschen überlegt, willst du was mitnehmen für Lando, aber Excadrill hat nichts für Lando, ich hatte HP Ice oder so drauf schon, aber Base 50 Special Attack, lass mal lieber. Fassade habe ich kurz drüber nachgedacht, aber ich wüsste nicht, womit er mich statusen will, vor allem mit dem Team, also Poison Jab macht das schon Sinn. Und Rapid Spin habe ich jetzt doch nochmal drauf getan, vielleicht hilft es mir, habe keinen fünften Slot, den ich spielen würde. Rock Slide würde in Frage kommen, aber Rock Slide brauche ich absolut für gar nichts. Ich treffe legitim nichts mit Rock Slide, also habe ich einfach Rapid Spin mitgenommen. Und einmal den Rest an den HP für ein bisschen Bulk. 201 HP ist ein guter Stat. Und ich würde sagen, wir sehen uns im Kampf. Bis dahin. Ciao.